It's in the game. Herzlich willkommen hier bei einer weiteren Folge auf meiner Trainerkarriere. Heute wird spannend. Wir werden heute unser erstes Spiel spielen in der dritten Bundesliga und wir sind mal gespannt, wie wird sich unser neuer Offensivmann darstellen. Wir haben die ganze Mannschaft umgekrempelt, wir haben alles ein bisschen umgeändert. Und wie werden wir das ganze Spiel hier reinsteigen? Werden wir gut reinkommen in die Saison oder auch nicht? Da sind wir mal gespannt, wie wir so reinsteigen. Es ist das Spiel, das sich kein Fußballfan entgehen lassen darf. So. Wir sehen uns jetzt gleich dann wieder, wenn wir beim Anpfiff sind. So. Sind wir jetzt hier im Spiel. Mal gespannt, wie wir jetzt hier rein ins Spiel kommen. Ja, das war schon nicht so gut. Schlechter Pass. Und dann kommt sowas mal vor. Offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch. Oh, Junge, 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 Junge. Ganz schlechter Pass. Ein paar Meter neben das Tor. So. Keiner kommt den Ball fragen. Das ist, muss ich mal einstellen. So. Und damit ist der Ball weg. Ja, okay. Schon einen Verletzten, das ist nicht so gut. Und nun ein Schuss. Beide gefährlich. Was für ein Reflex. Einfach oder? Ist er verletzt? Ja, nein? Ja, scheint so. Das ist nicht gut. Das ist kein gutes Zeichen. Die ersten Minuten schon Auswechslung haben. Er macht eine tolle Aktion. Ja, das gibt Eckball. Ecke kommt rein. Der Reingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Klasse Aktion, Ball ist weg. Das könnte die Chance werden. Der Ball ist weg. Ich muss noch ein paar Einstellungen machen hier. So, jetzt stellen wir noch schnell mal was hier ein. Das muss ich dann nachher auch. Ich möchte viel über die Breite. Wir sollen tief stehen. Und dann Schnellaufbau. Das ist für mich sehr wichtig. So. Ich hoffe, jetzt klappt es ein bisschen besser, weil sonst haben wir das Problem hier ein bisschen. So. Matthias Rahn. Ein bisschen rauszulenken. Vielleicht bekommen wir sie. Jetzt vielleicht die Flanke. Wieder Fehlpass. Ball kommt rein. Das hätte gefährlich werden können. Da passt er auf und kann so, klären. Mal zurückspielen. Mal gucken. Fehlpass. Gut dazwischen. Weg ist der Ball. Sie haben Platz. Nico Granatowski.
So. Jetzt mal versuchen, schnell nach vorne zu spielen. Ja, okay. Der da läuft mir weg. Sie sich. Ballverlust. Das war jetzt schlecht. Auf dem Flügel ist jetzt wollte Platz. Den rausgeben. So, erst mal geklärt nach dieser Reingabe. Nee. Oh. Den Schuss verzieht er. Keine Gefahr für das Tor. Wir kommen nicht richtig ins Spiel rein. Da müssen wir noch was dran ändern. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Der Ball auf außen wird abgefangen. Ah. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Ja, wir müssen irgendwie mal die richtige Akzente setzen im Strafraum. Matthias Lahn. Sonst kommen wir so nicht weit. Sie holen sich den Ball. Sonst kommen wir nicht weiter. Gefährlich! Schwacher Abschluss, da hat er den Ball nicht voll erwischt. Und Eckstoß. Sie sind bislang viel gefährlicher als wir. Also zumal mit den Chancen. Wir stehen mehr hinten dran. Wir kommen nicht in den 16er richtig rein. Und können Sie die Führung werden? Keine Gefahr bei dieser Aktion. Das bereitet uns ein bisschen Probleme. Spannend. Wir müssen das ein bisschen ändern. Wir kommen gar nicht durch. Also, sie stehen besser und oder ich spiele schlechter. Sagen wir mal so. Da ist die Flanke. Schade. Da war sicher mehr drin. So, jetzt ist erstmal Pause, steht hier. Also die Halbzeit, ja, müssen wir mal ein bisschen durchgreifen, weil wir haben keine richtige Möglichkeit nach vorne gehabt. Der Ball rollt, wo wir richtig gefährlich worden sind. Ja, das müssen wir ändern, ne? Da müssen wir mehr riskieren, mehr nach vorne versuchen. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Flanke jetzt. Flanke bleibt hängen. So, jetzt müssen wir mal schnell spielen. Sind aber jetzt nicht genug Leute da, wo wir können anspielen. Ja, Halbzeit hier. Und damit hat auch er seine erste Hälfte hier geschafft. Wenn ein Mann von dieser Klasse so schwach spielt, dann hast du es als Mannschaft schwer. Sehen wir ja auch am aktuellen Ergebnis bisher nur Remy. Ja, ein großer Schritt für ihn. Er wird zukünftig für Real Madrid auflaufen. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat. Für den Spieler ist es sonst eine sehr unangenehme Situation. Wie gesagt, wir haben irgendwie Probleme für nach vorne reinzukommen. Jetzt die Flanke. Und Hereingabe jetzt. Da müssen wir den Ball weg. Klasse. Dringend was ändern. Ganz einfach an den Ball gekommen. Wir kommen einfach nicht rein. Die Spieler verlieren viel den Ball und dann die kein Tor. Es bleibt hier beim 0:0. Die Fehlpässe, die wir machen, das ist nicht gut. Also das ist wirklich sehr, sehr schwach. Ich weiß nicht, liegt es wirklich an den Spielern, dass die Pässe nicht so ankommen. Oder liegt es wirklich dran? Der Wechsel nun bei den Sportfreunden Lotte Buschi. Genau, neue Impulse sollen jetzt her von der Bank. Mal gespannt. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten. Ich jetzt weiterspielen werde. Ich muss gucken, muss das Ganze ein bisschen raus. Schneller aufbauen, aber gut jeder gemacht, Pass kommt irgendwie nicht an und das ist ein bisschen schade. Wir kommen bis in die zweite Hälfte rein und dann verlieren wir den Ball durch dumme Pässe, durch dumme Fehlpässe. Und weil auch die Mitspieler sich nicht so freistellen, wie sie sich sollten freistellen. Und ja. Da kommt der Pass auf außen. Boah, viel Platz jetzt.
Gute Hereingabe, vielleicht die Chance. Ja, jetzt hatten wir die erste Anweise von Möglichkeit, aber auch wieder nicht das, wo wir sollen landen. Na gut, vielleicht mit Trainieren und so weiter kann sich das ändern. Wenn wir hier mit einem Remis rausgehen, dann können wir von Glück sprechen. Wie gesagt, es läuft gar nichts. Da muss mehr kommen. Die Pässe kommen nicht an und wirklich eine schlechte Partie von uns. Muss man wirklich so. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Ja, wie gesagt, jeder Pass wird abgeblockt. Und wir bekommen einfach den Ball nicht richtig. Jetzt könnte er flanken. Einmal aus der zweiten Reihe. Okay. Das bringt uns auch nicht viel. So, wir müssen einmal kurz auswechseln und die Spieler sind auch so schnell. Kaputt. Problem ist, wir haben jetzt keinen richtigen Spieler, der auf der jeweiligen Position spielen kann. Die Ausdauer ist wirklich. Ja. Lass mal durchatmen. Aber was für eine Szene. Auf der Linie geklärt. Das war wichtig, richtig gefährlich. Und da hatten sie auch ein bisschen Glück. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Da stand der Assistent gut. Abseits. Ja, mal gespannt. Jetzt wie wird wir es jetzt hier Auswechslungen bei beiden Mannschaften geben. Gut weiter gespielt. Geht. Ball geht nach außen. Da sind Mitspieler frei. Ja, jetzt, wie gesagt, wir verstecken uns hinter den Spielern. Ich habe keine Möglichkeit für einen richtigen Ball da anzuspielen. Und ganz wichtige Aktion hier. Das sah gut aus. Gefährlicher Pass. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Ja, wir suchen die Lücke. Wir haben sie noch nicht gefunden. Macht er ihn! Und es gibt noch eine Ecke, noch mal eine gute Gelegenheit. Das war jetzt eine große Gelegenheit von uns. Wir könnten mehr draus machen, aber leider ist es nicht draus geworden. Ja, so weiter. Da. Schade. Jetzt haben wir mehr Möglichkeiten, aber es ist zu spät. Das kommen wir zu spät ins Spiel rein. Das ist natürlich immer bitter, wenn wir so spät ins Spiel kommen. Natürlich müssen wir jetzt aufpassen, dass wir jetzt kein Gegentor kassieren. Okay, wir kassieren kein Gegentor. Unentschieden. Zwar kein Sieg heute. 0-0. Ich bin nicht so zufrieden. Wir müssen noch ein bisschen an verschiedenen Sachen dran fallen, dass wir schneller werden, dass wir die Pässe besser ankommen. Da haben wir wirklich ein paar Probleme. Da müssen wir wirklich viel dran arbeiten. Das steht gar nicht zur Frage. So, was haben wir hier? Das ist unser RM. Das ist. Ne, den gehen wir so schnell nicht ab. Wir brauchen den, denn der kann uns noch nützlich werden in den nächsten Partien und von daher würde ich den jetzt nicht auswechseln. Also würde ich den jetzt nicht verkaufen. Wir müssen gucken, wie wir es jetzt weiter angehen. Es wird schwierig. Es wird sehr, sehr schwierig. Wir haben jetzt zwar einen Punkt, wir haben jetzt keine Punkte liegen gelassen. Aber wo wir in dieser Partie, finde ich, hätten können, schon Punkte liegen lassen. Unser Schulz, der bleibt bei uns. Legen wir ab. Wer lassen uns jetzt keinen Spieler verkaufen, weil wir brauchen jetzt einen einzelnen und da müssen wir wirklich dran feilen. Wir müssen
da jetzt eine konstante Mannschaft rausbekommen. Das wird das Schwierige. Das wird jetzt sehr, sehr schwierig. Na gut, was haben wir? Scouterbericht. Okay, das sind jetzt die ersten Jugendspieler, die wir können verpflichten. Ja, mal gucken, was wir da so haben. Also wir haben ein paar Spieler hier. 15. Der ist sofort ziemlich stark. Wir brauchen einfach einen Spieler, der auf jeder Position ein bisschen Action kann reinbringen. Ja, Potenzial bis zu 70 zu werden. Ja. Die anderen lehnen wir mal ab. Die werden wir sofort ein bisschen trainieren. Unsere jungen Spieler, dass wir die nachher in die Startelf vielleicht bekommen und vielleicht mit. Okay, das geht nicht. Ich kann noch nicht da was machen. Okay. So, jetzt geht's gegen. München 60. Okay. Okay, gut. Wir spielen gegen München 60. Das nächste Spiel und das werden wir dann in der nächsten Folge sehen, wie wir da das Spiel absolvieren werden. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von meiner Trainerkarriere, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, somit verpasst ihr kein einziges Spiel. Und wie in den letzten Videos auch, wo ich angekündigt habe, sagt mir, was könnte ich vielleicht besser machen, und so schreibt mir das in den Kommentaren rein, was ich hier in den Let's Plays Videos vielleicht in euren Augen nach besser kann machen. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Ich bedanke mich und tschüss.